Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Wizard 101. Wir werden jetzt hier endlich diesen Rotklauen mal den Garaus machen. Die haben ja hier dieses Dorf angegriffen und die ganzen Bewohner vertrieben. Und so geht das. Selbstverständlich nicht, das werden wir hier nicht tolerieren. Wildfeuer. Ich nehme gerade so ungewöhnlichen Zeiten auf. Relativ früh. Am Morgen. Mache ich sonst selten. Hui. So, die machen sich natürlich Sturmschilde, weil es Mythos-Gegner sind, aber ist uns relativ egal. Wir haben unseren schönes wir haben unser schönes Wildfeuer sowie unsere Feuerklinge und damit machen wir dich jetzt gleich fertig. Bam. Plus 25. Ja, ja, ja. So, 125 Leben. Mhm, okay. Ja, jetzt geht das schon los. Jetzt heilt nämlich kleinen Stachel schon mehrmals. Aber nicht zu knapp, du. Geht der jetzt alle Heilungen einmal durch, oder was? Wenn jetzt noch die Lebensfledermaus kommt, dann... Nee. Aber das ist halt das, was ich meine, ne? Der kann mitunter halt 3-4 Mal die Runde heilen. Und das ist dann schon ordentlich. Ne, ja, deswegen ist sowas schon relativ praktisch. Ich weiß gar nicht, ob der... Also wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch... zweimal hintereinander die Elf einsetzen könnte. Ja, dann macht er schon gleich weiter. Oder ob die, wenn er sie einmal einsetzt, quasi gelockt ist für die Runde. Und er dann nur noch die anderen Sachen macht. Ach du liebes Lieschen, was ist denn jetzt los mit dem? Schon wieder. Hm. Da brauchen wir auf jeden Fall keinen Satyr mehr. Geil. Ich weiß gar nicht, es gibt ja beim Platz der Tiere... Ich meine, wir sind jetzt nicht da, aber wenn ihr beim Platz der Tiere gerade ausschaut, dann ist dieses große Gebäude, wo dieser Dr. Schnurrow drin ist, da ist hier die Brut, der Brutplatz. Und wenn ihr vor dem Gebäude steht, rechts davon ist der Kiosk, also dieser Tierkiosk. Dort könnt ihr ja, mit Haustieren von anderen Spielern brüten, mit vielen verschiedenen Haustieren. Wie das Brüten funktioniert, werde ich dann noch irgendwann erklären. Wobei kann ich in der Folge mal machen, wo mir gerade kleine Stachel hier so gut beiseite steht. Dann werde ich es dann gleich mal noch erklären. Weil das ist, denke ich, noch relativ wichtig zu wissen. Vor allem für die Leute, die noch kein gutes Haustier haben und eins haben wollen. Ich meine, wer will keins haben? Sollte man das schon wissen. Keiner online, weil auch keiner da ist, weil ich keine habe. Hm. Ich treffe aber auch kaum Leute. Das Ding ist ja auch, ich nehme ja nur auf, wenn ich, oder anders gesagt, wenn ich online bin, dann nehme ich auch auf. Also mit dem Charakter hier. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwann online komme und renne dann noch ein paar Mal durch die Gegend und mache dies und das und jenes. Sondern ich komme online, bumm, Aufnahme an, Aufnahme fertig, gehe wieder offline. Ja. Naja. Oh, ich mag den Höllenhund immer noch. Sehr, sehr schön. Jetzt noch hier denn die mächtige Stichflamme und dann haben wir das. Es gibt ja dann später auch Zauberstäbe, die geben uns nicht einen normalen Pip, sondern einen Super-Pip. Also, ne, gleich zu Beginn. Das ist dann natürlich ganz geil. Kommt aber alles noch.
Ich weiß gar nicht, wann es diese Stäbe gibt. Ab welchem Level. Dass der sich jetzt geheilt hat, ist äußerst nervig. So, wenigstens ist der schon mal weg. So, und hier müssen wir jetzt gucken. Ich würde einfach vorschlagen, wir hauen nochmal einen Feuerkobold hinterher. Und dann hat der es auch hinter sich. Jetzt hat der Simon uns wieder raus mit dem Treffen. Normalerweise verpatzt er ja wie so ein... wie ein Weltmeister. 2 von 3 Rotklauen haben wir. Natürlich wieder 3. Die obligatorische Zahl. Mit anderen Worten, kämpft 2-mal. Aber praktisch, dass das Wildfeuer hier so oft vertreten ist. Burn! Okay. Feuerklinge. Also wenn wir richtig gut sind, können wir in der nächsten Runde schon die weghauen. Aha. Plus 35, plus 25, oh. Na gut. Und Kleinstachel. Also der hat heute Morgen gut gefrühstückt auf jeden Fall. Der ist ja gar nicht mehr zu halten. Ich dachte schon, er haltet jetzt nochmal, aber das war jetzt meine Klinge. Ihr seht nämlich immer, ich weiß gar nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Wenn er jetzt zaubert, der Gegner, dann kann man hier schon sehen, wen er angreift. Dann blinkt der Kreis um den angegriffenen rot. Also, kann ich euch gleich mal zeigen. Mach mal mit Jurichen einen Schlag. So, jetzt hier, achtet mal drauf. Jetzt hat der Kreis hier rot geblinkt. Um uns rum, das heißt, der Zauber, den er machen wollte, geht gegen uns. Jetzt hier gegen ihn. So, jetzt blinkt der Gegner rot, das heißt, unser Zauber geht gegen den Gegner. Was jetzt in dem Fall der Meteoriteneinschlag ist, so kann man das schon vor dem Angriff sehen, wohin der Zauber gerichtet ist. Das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen. So, da haben wir die Rotklauenspitzel besiegt, aber ich denke mal, damit werden wir noch nicht ganz durch sein. Da kommen bestimmt auch noch diese anderen Rotklauenviecher dazu. Plus 1% Prozent Superpip-Chance. Ja. 15% Leben, ja, das ist alles nicht so das Wahre, ne? Wobei, das ist ein Opal, also ein Juwel. Aber das Tutorial kommt ja noch. Oh, sogar das Feuer haben sie hier, ist hier erloschen. Eieiei. So. Egil Axtträger, mein Lieber. Gut gemacht. Wenn die Rotklauen nichts von den Kundschaftern hören, werden sie denken, wir wären längst weg. Oder sie werden sich nicht trauen, uns anzugreifen. So oder so. Es ist wie ich... Die anderen sagen, dass er sich weigerte, Andersheim zu verlassen, als die Rotklauen angriffen. Er wollte sein Heim nicht verlassen und lieber dort sein... Kannst du nach Andersheim gehen und versuchen, Grimnir davon zu überzeugen, sich in Sicherheit zu bringen? Natürlich, können wir gerne versuchen. Das ist schon so ein bisschen das Mädchen für alles in Wizard 101 manchmal. Ach, da steht er ja, meine Güte. Du bist keine Rotklaue. Was willst du dann hier? Egil Axtträger hat dich geschickt. Tut mir leid, aber ich werde diesen Ort nicht verlassen. Mein ganzes Leben habe ich hier verbracht und werde mich jetzt nicht vertreiben lassen. Du kannst mir helfen, indem du Egil eine Nachricht von mir überbringst. Sag ihm, dass ich Ivar Andersson kenne, seit er ein kleiner Junge war. Ivar ist ein ehrenvoller Lehnsherr. Sein Großvater hat dieses Dorf gegründet, das seinen Namen trägt. Er würde es niemals verraten. Erstatte Egil Axtträger Bericht. Aha, er wird interessant. Wissen, was zu tun ist. Ein Opfer von dunkler Magie. Ist natürlich nicht unwahrscheinlich, aber... Ob dem wirklich so ist. Und vor allem, wer zum Teufel sollte den hier irgendwie verzaubern? Na,
Du kommst allein? Also wollte Grimnir, dass Grimnir glaubt, dass Ivar verzaubert wurde? Das würde alles erklären. Bevor die Rotklauen hierher kamen, war Ivar ein ehrenhafter Lehnsherr. Ich kenne mich mit Verzauberungen nicht aus, deshalb kann ich nichts für Ivar Andersson tun. Aber du bist in der Magie bewandert. Kannst du dich dieser Sache annehmen? In den Blubberfeldern lebt ein alter Grendelzauberer namens Sprich mit Bjöldorn. Vielleicht gibt es ein Heilmittel, das die Verzauberung unseres Lehnsherrns Ivar aufheben kann. So, die Blubberfelder. Ach, warte mal, da sind wir doch. Oh, schön. Irgendwelche heiße Quellen haben wir hier. Mhm. Okay, Bjöldorn, wo ist er denn? Verbrennt man sich da eigentlich die Füße, wenn man hier drüber fliegt? Oh. Siechende Wildklaue. Oh. Hallöchen. Schaut aus wie so ein Schamane. Tritt näher. Du bist weit, weit weg von zu Hause. Sehr weit weg. Sag nichts. Ich weiß genau, warum du diesen Ort... Es gibt noch viel, was du nicht verstehst. Und vieles bleibt verborgen. Ich werde dir helfen. Doch die Antwort, die du bekommst, beantwortet eine Frage, die du noch gar nicht gestellt hast. Mein Rat hat jedoch seinen Preis. Ich brauche die Kralle eines tapferen Kriegers. Von einem, der die Schwachen beschützt. Geh zu Egil Axträger und sage ihm, was ich will. Er spricht ja bescheuert. Entschuldigung, aber... Sage ihm... Ich werde gleich verscheuert. Mein Drucker meldet sich hier unten die ganze Zeit zu Wort. Wegen Dingen, die mich nicht interessieren. Dieser verrückte Zauberer will eine meiner Krallen. Wenn es meinem Lehnsherrn hilft, würde ich sie ihm geben. Egils Gesicht verzerrt sich, als er die kleinste seiner mächtigen Krallen abbricht. Er legt sie vorsichtig in deine Hand. Das ist ein kleiner Preis, wenn dadurch mein Lehnsherr wieder zu dem wird, der einmal... Ich weiß gar nicht, ob man diese Meldung, die da gerade unten kam, überhaupt in der Aufnahme sieht. Muss ich dann mal nachher überprüfen. Ach, falscher Teleporter. So. Was ist das denn? Verwesener Sumpfläufer. Okay. Da hinten ist irgendein Eingang zu irgendeinem Gebäude. Egil ist wahrlich mutig, dass er sich so bereitwillig von einer Klaue trennt. Macht ihr um ihn keine Sorgen. Die Antworten zu... Bring mir diese drei Dinge. Geysirwasser von den Blubberfeldern. Wenn du mir diese drei Dinge bringst, werde ich dir mehr verraten. Okay, wir sollen seine Einkaufsliste mal ein bisschen füllen, sozusagen. Geysirwasser, das sollte ja nicht schwer sein. Genau. So, und Kryptarinde von den verwesenen Sumpfläufern. Dann los geht's. So, was haben wir denn hier für eine Schule? Leben. 620. Alles klar, dann geben wir mal unser Bestes. Aber wenn Klein Stachel genauso heilt wie es zuvor, dann sollte das da kein Problem sein. Hä, was ist das denn jetzt? Guck mal, die grünen Kreise sind irgendwie ein bisschen versetzt. Sieht irgendwie seltsam aus. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. So, da ist auch direkt das Wildfeuer. Die greifen doch mit Feuer an. Natürlich nicht so gut. Tada! Mit Jurtleinschlag. Mhm.
Wir können ja mal eine Feuerfalle machen, falls der eine nicht reicht. Also, falls der Schaden nicht reicht. Also heute hat er es echt raus. Achso, ich wollte ja noch diesen Kiosk zeigen. Stimmt, das darf ich nicht vergessen, weil die Folge ist schon fast wieder bei 16 Minuten. Sonst kündige ich was in der Folge an und mache es gar nicht, weil ich es vergessen habe. Ne, wir machen den Kampf noch fertig und dann zeige ich euch das mal. Dieses Verpatzen, ich glaub's ja nicht. Dann müssen wir halt nochmal warten. Jetzt kommt wahrscheinlich der Zauber wieder 3 Stunden nicht auf die Hand und so ein Zeug. Doch, da ist er. Komm schon, triff. Simon, triff. Und? Jawohl. ...580 reicht tatsächlich nicht. Dann nochmal... ja, die Stichflamme. Ach komm, passt doch einfach. Es bringt ja doch eh nichts mehr. Oh. Okay, das war nicht schlecht, aber nicht genug. So, wir haben die Kryptarinde besorgt und jetzt sollen wir mit Dreckdacklerfang nicht nur sprechen, wir sollen ihn besiegen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt erstmal noch nach Wizard City gehen, hier Position markieren. Und euch den Tierkiosk zeigen, weil der ist ordentlich praktisch sozusagen. Und zwar, wenn wir jetzt die Situation haben, folgendermaßen. Ihr wollt ein Haustier haben, also eines, was auch wirklich, ne, gute Talente hat, was auch Heilungen lernen kann, Statusverbesserungen, hier Verteidigung, Angriff, blablablub, den ganzen Gedöns, was hat das schon wieder? Halt irgendein Haustier, was das alles lernen kann. Habt ihr aber nicht. Sondern ihr habt nur so ein Standard-Haustier, dann müsst ihr mit einem anderen Haustier brüten. Das wurde ja schon mal erklärt. Wenn zwei Haustiere miteinander brüten, kommt dann am Ende ein Haustier raus, was so eine Mischung aus beiden Elternteilen ist. So, es gibt natürlich einmal hier den Weg über das, über dieses Bruthaus zu brüten. Da braucht ihr dann aber einen anderen Spieler, der da freiwillig mitmacht. Dann müsst ihr euch beide auf dieses Siegel hier stellen und dann geht das Ganze los. Wenn ihr allerdings keinen finden solltet, der mit euch brüten möchte, dann gibt es seit einigen Monaten, oder wahrscheinlich ist es schon fast über ein Jahr drin, keine Ahnung, diesen Zuchtkiosk hier. Und da könnt ihr eben rangehen, könnt euch Haustiere ansehen. Habt ihr hier oben jede mögliche Schule und ihr habt Hybrid-Haustiere hier, Mischwesen. Wenn ich jetzt ein Lebenshaustier möchte und möchte ein... Dryade, könnt ihr das hier anklicken. So. Und dann habt ihr hier ein Haustier vorgeschlagen und ihr seht schon, das hat relativ gute Talente. Hier, es kann heilende Strömungen benutzen, genauso wie unseres auch. Es kann Einhorn benutzen und ihr könnt hier oben auch noch weiterschalten. Da seht ihr noch andere Dryaden. Jetzt in dem Fall, wenn ihr wieder zurück wollt, geht ihr auf den Pfeil unten und sucht euch ein anderes Haustier aus. Und so könnt ihr eben mit ein bisschen Suchen relativ gute Haustiere finden. Und sobald ihr dann eins gefunden habt, was euch gefällt, geht dann hier unten auf Ausbrüten, kostet natürlich Gold. Und dann kriegt ihr ein Haustier-Ei und dann werdet ihr sehen, was das Ganze so für euch bereithält.
Man kann auch selbst Haustiere hier reinstellen in diesen Kiosk. Ich glaube aber, mit kleinen Stacheln geht das nicht. Nee, scheint nicht so zu sein. Ja, kann nicht zur Zucht angeboten werden. Also mein kleinen Stachel kann hier leider nicht rein. Sonst würde ich den auch gerne hier zur Verfügung stellen. Geht aber nicht. Naja. Vielleicht werden wir uns auch noch ein Feuerhaustier züchten. Über das Let's Play, das muss ich noch entscheiden, weil die Haustierzucht ist sehr aufwendig und etwas, was ich nur bedingt gerne mache. Von daher muss ich da mal überlegen. Es gibt ja gute Feuerhaustiere, die mir persönlich zusagen. Das wäre einmal hier... Wenn ich mal gucke, gibt es natürlich auch vier Seiten. Aber so spontan gibt es nur ein paar, die mich sehr interessieren. Das ist einmal hier diese furchtlose Seehundrobbe, weil die einfach nur mega cool aussieht. Und der gewöhnliche lachende Hans, der ist auch cool. So ein Vogel. Ne, da muss ich mal noch gucken, ob ich da irgendwas nehmen möchte. Und wenn ja, was? Und dann können wir mal gucken, ob wir zusammen ein Haustier mal hier züchten wollen über das Let's Play. Wird sehr aufwendig, wird auch nicht gerade billig. Ich könnte natürlich auf meine Couch-Potato-Farm wieder anschmeißen. Da haben wir dann da wieder das Mega-Futter dafür. Aber das muss ich mal noch überlegen, das sehen wir dann. Ansonsten werden wir in der nächsten Folge dann hier diesen Troll besiegen und ja, hoffentlich das Dorf von dem Einfluss der dunklen Magie befreien. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. We'll be right back.